So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Bus Simulator 2018. Wir sind hier wieder wunderbar zurück mit unseren wunderschönen Zielen. Wir haben nämlich noch zwei Stück vor uns, und zwar erstelle eine Strecke, die maximal 7 Haltestellen welche beinhaltet. Shopper Grounds, Siegwalden und Speicher des Business Parks. Das machen wir nochmal eben. Und ich habe was Neues installiert, ja, für unseren wunderschönen... Meine Katze dreht gerade ab. MN Line City, weil wir wollen ein bisschen hier Vielfalt. Hier haben wir einen Deutschland-Bus, hier haben wir einen YouTuber-Bus, hier haben wir zwei YouTube-Gaming-Bus. Aber ich möchte gerne was anderes machen, wenn das jetzt schon drin ist. Oder ist das bei Werbung drin? Hat die doch eingefügt. So. Ne, das ist Deutschland alles. Na gut, dann ist es vielleicht doch nicht drin, ne? Schade. Schade, Granate, Banane. Flixbus. PVG. Oder ist das nur für... Irgendwie ist das schon für... Hier sind die, ne? Aber das, die sind nicht für den Line City scheinbar. Oder doch? Nee. Kann ich nicht sagen. Naja, egal. Ich glaube, wir nehmen mal hier erstmal eine Runde Flixbus. Ich schau gerade auch. Mein Gott. Anwenden. Kostet nur 1000er. Dann machen wir es so eben. Heute haben wir heute mal ein bisschen Flixbus-Power hier. Auch nicht schlecht. So. Angestellte brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt... Doch, eigentlich bräuchten wir schon einen Angestellten, der die Linie hier bedient. Dann machen wir eben noch hier... Moritz Grabner spielt... Spielt in seiner Freizeit Videospiele, sagt immer die Wahrheit, hat bei der NASA gearbeitet als Fahrer. Ja, den nehmen wir doch gerne mal einstellen. Und dann, würde ich gleich mal sagen, hier, alle guten Dinge sind drei. Lol. Wir geben Ihnen die Linie 99 und zwar, ja, abbrechen, warte. Ja, eine Erinnerung verwerfe. Fahrer zuweisen und zwar den mit dem hier und dann... Kann er auch schon direkt losstarten. Wir erstellen eben eine neue Linie. Das ist Linie, die... Boah, wie nennen wir sie denn? Linie 4 einfach. Gut ist. So, die soll ja von... Ich hefte die hier mal oben an, die halt... das Ding. Shopper Grounds. Shopper Grounds ist hier oben. Das heißt, hier... Haben wir schon den Hauptbahnhof freigeschaltet? Ne, der Hauptbahnhof ist hier, ne? Warte, wo ist der Hauptbahnhof überhaupt? Hä? Da! Okay, dann, ich glaube, ich weiß, was wir fahren. Wir fahren 1, 2, 3, 4, 5. Ist das richtig? Ja, ist es. Arbeitsgasse nach Südspeiche. Ab geht's mit dem Flixbus. Also mit dem MAN Line City. Ist ja so. Eine Haltestelle auf deiner Strecke wird gewartet. Deine Strecke hat sich deswegen geändert. Ach, halt eine Fräse, Alter. So, Gang einlegen. Kann auch gleich losfahren. Nächster Halt, Arbeitergasse. So. Ja, wir haben drei Türer. Hallo. Das ist schon ein Unterschied. Hallo. Moinsen. Kann auch gleich wieder losfahren, ne? So viel weg. So viel Menschen noch. Hör da noch mit rein. Fahrkarte. Klar. Eine Tagesstandardfahrkarte, gerne doch. Danke. Vorne die Tür zu machen. Ja. Ja. So. Abfahrt. Ich mag den MN irgendwie. Keine Ahnung, wir sind auch genug MN jetzt in letzter Zeit beim Bus-Simulator, wo ich gerade gesagt habe, um sie gefahren. Jetzt fahren wir ja MN beim Bus-Simulator. Juhu! Freude. Was toll ist, wir fahren nur 5 Haltestellen. Deshalb soll der maximal 7 sein. 5 sind für mich momentan am wirtschaftlichsten. Vor allem, weil es eine schnelle Route ist. Das heißt, die Leute kommen hier aus der Innenstadt schnell in den Park des Business. Ins Business Park, ja. Und das finde ich ganz nice eigentlich. Nächster Halt, Fischgrund.
Moinsen. Ja, wann wir uns den Solaris holen, weiß ich noch nicht. Dann wollen wir dafür Geld haben, würde ich mal sagen. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte gerne. Standard. Dankeschön. Aber wohlgemerkt, ich finde. Ja, was denn, du Kollege? Ich oder du? Ich und du, wir. Nein, Spaß. Nächster Halt, Sigmar. Lido. Ne, was ich eigentlich sagen wollte, ist, früher war es in Omsee auch so, dass die teilweise, also nicht teilweise, aber fast alle gemoddeten Busse einfach keine Türstange hatten. Muss man echt mal so sagen. Sieht man auch am MRN, den ich letztens in Omsee-Folge gefahren habe. Da war auch kein Dings bei. Keine Türstangen. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ja, hier gibt es ja auch im Spiel so einige Easter Eggs. Da fährt ein Zug. Bum, 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 bum. Technozug. Lol. So, hier ist jetzt 70. Darf ich noch 70 auf Hochschulen? Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren, ja, macht echt total Spaß. Ja, das finde ich auch. Digga, ich fahre 65, keine 70. Ist das im Ernst? Sie waren Lido. Da steigen sie natürlich alle aus, ne? Einzelstudent. Danke. Bitte. Einzelstandard einmal, gerne. Danke. Noch ist hier nicht so viel los auf der Strecke, das muss man echt mal sagen. Ja, weil die auch einfach neu ist, ne? Man kriegt ja nur Step by Step auch Leute oder Passagiere dazu. An der Haltestelle. Erstmal ein Stück Kaffee, Alter. Beziehungsweise Latte Macchiato mit Lebkuchengeschmack. Oh, fährt ein Zug, geil. Ich freue mich schon, wenn wir hier rechts irgendwann mal lang fahren dürfen. Das ist echt richtig geil. Weil Autobahn, du kannst den Bus treten, bis zum geht nicht mehr, das schockt schon. Oh, jetzt habe ich fast das Lenkrad in der Hand gehabt. Ja, ich produziere mal wieder ein bisschen vor. Hoffe, es ist nicht ganz so schlimm für euch, Leute. Das dauert hier noch ein bisschen. Einmal die Fahrkarte, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Dankeschön. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Alles das wollte ich gar nicht wissen, wie deine Katze heißt, Alter. Aber ist auch egal. Mauzi. Okay, bei mir kommt keine Katze, die Mauzi heißt. Oh. Sieht aber schon so schon relativ geil aus, ne? Digga, was ist hier los, Alter? Mein Fernbus, Flixbus, Anrebus. André Bus hört sich irgendwie an wie so ein Zauberer. What the fuck, Alter? Das Getriebe hier ist sehr gut übersetzt bei 50 km/h oder kurz vor 50 schaltet er nochmal in den nächsten Gang. Spart eigentlich in der Regel nochmal Sprit. Finde ich auch ganz gut so. Aber wir haben hier leider keinen Spritverbrauch, was ich. Oder keine Tankstelle und so weiter und so fort. Das ist echt schade. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. So, einmal Westspeicher und dann geht's hier, glaube ich, nach links. Westspeicher. Oh! Sehr pünktlich. Danke. Ich glaube, sie blockieren die Tür.
Da blockiert er dann immer die Tür. Hat sich die Strecke geändert? Es sieht schon gut aus, ne, muss man echt sagen. So. Was kann man hier eigentlich alles drücken? Ja, letztens habe ich einen Copyright-Scheiße bekommen. Ich dachte, das ist GEMA-freie Musik hier. Nein, es ist keine GEMA-freie Musik. So eine Kacke. Hallo. Boom, 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 boom. Ah, Kollege! Moin! Was ich ein geiles Feature eigentlich finde, dass einfach nur die Kollegen eingrüßen mit Lichthupe, ne? Das ist so genial. Ist das nicht Endhaltestelle? Oh, ich fahre im Loop-Modus, ich Idiot. Ach, verdammt, ich Idiot. Ich habe vergessen, Timer zu machen. So. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Hey Leute, fahren mit. Aber das ist gar nicht mehr so verkehrt im Loop-Modus. Dann fahren wir einfach mal schon mal doppelt und dann gibst du ein bisschen mehr Geld, sofern ich keine Menschen jetzt hier rumfahre. Naja, ist jetzt so wie es ist. Wir fahren das auf jeden Fall fahren wir das jetzt zu Ende. Dann haben wir wenigstens die Aufgabe abgeschlossen und dann hat sich damit auch. Ja, Hauptsache du fährst auf dem Speedbreaker, André, der nicht auf deiner Fahrerseite ist. Das macht man nur mit dir. Darf ich jetzt einfach fahren? Auch sehr freundlich, vielen Dank. Kaffee ist alle. So. Und das Gute ist, Leute, wir haben es relativ früh, also erst 9:30 oder so. Muss heute um 12 Uhr anfangen, leider. Der Kollege fährt laut vor uns nicht ab mit dem YouTuber-Bus. Oh, und das Gute daran ist, ich kann es noch ein bisschen aufnehmen. Und dann. Ja, Kollege, du brauchst den Unfall. Hallo. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Oh ja, ey. Mega geil, ey. Weil wenn ich ein bisschen voraus aufnehme, so 2 Folgen oder so, habe ich erstmal 2 Tage lang entdeckt und kann mir dann erstmal auch... Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem... ...bisschen was machen, weil ich meine... Das kann nicht sein, ne? Shut the fuck up. Ich mach's leiser. Auch noch ein bisschen was machen nebenbei. Zum Beispiel... Ich hab gerade voll gegen das Mikro gehauen. Ein Abonnent von mir, beziehungsweise ein guter Kollege von mir, nämlich Julian... Was, Julian? Ja, Julian hat das gesagt, dass ich halt die Schnauze jetzt hin, Mensch. Dass ich ein Video mache über die Top 5 oder Top 10. Jeweils Top 5 und Top 5. Top 5. Also Top 5 der Maps, der Free Maps, beziehungsweise auch DLC-Karten mit drinne. Und Top 5 der besten Busse. Für meine Sicht, ne? Das muss man auch so sehen, für Omsi. Und, ja. Bin ich ja schon gespannt drauf, ob ich das denn mache oder nicht. Bock habe ich schon. Das Zeug zum Schneiden dafür und die ganzen Effekte und so hast du nicht gesehen. Habe ich auch. Weil ich bin ja nicht untalentiert im Schneiden und so. Nur das Aufnehmen ist halt immer ein bisschen komisch für mich. Zum Beispiel so. Jetzt. Oder so. So, hallo Leute. Ich will auch immer vorstellen. Oder so. Weil ich bin so in sowas ziemlich, ziemlich untalentiert. Und ja. Ich weiß, das klingt komisch, vor allem, wenn man Let's Plays macht nebenbei noch, ne? Also nicht nebenbei, sondern eigentlich so also als Hauptteil seines Kanals. Aber das bin irgendwie ich. Voll komisch. Naja. Doch, Kollege, warum fährst du aus dem Schlenkerweg, ne?
Und jetzt fahren die wieder. Aber ich finde es einfach, ich finde das eine nice Idee. Und habe auch schon gesagt, wenn ihr auf irgendwas Bock habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, welchen mein PC vorstellen soll, so einen coolen Effekt oder sowas. Da kriege ich schon irgendwie hin. Das werde ich dann wahrscheinlich mit Handy aufnehmen. Und dann, ja, mal sehen. Je nachdem, was ihr wollt oder was ihr nicht wollt. Oder ich zeige euch mal Setup einmal so. So ein bisschen. Moin sein. Ja, wenn das hintere rechte Rad darüber fährt, dann kann ich schon für nichts, ne? Na gut, ich kann sowieso grundsätzlich für immer alles. Wow. Ja, heute haben wir den 1.11. Das ist auch schon mal was. So. Digga, was ist denn hier los, Alter? Komme ich überhaupt noch stehen? Ja. Lieder. Gucken hier. Aussteigen. So, hätte ich gerne einmal die Fahrkarten. Dankeschön. Danke. Ja, bitte. Hier. Alle haben eine gültige Fahrkarte. Vielen Dank. So, weiter geht's. Schön. Ich weiß noch. Die ganze Arbeit. So. Fischer Ground, hier ist von rechts. Ist ja nicht so, als hätte ich vorher du Pisser, ne? Oh. Ja, ich habe ein Problem hier mit Schlaglöchern, das ist halt leider so. Warum, weshalb auch immer. Ich nehme die irgendwie immer grundsätzlich mit. Ich möchte eigentlich diese grüne Ampel noch kriegen, das wäre sehr, sehr herzerwärmend. Bewegt eure fetten Ärsche, Alter. Hauptsache du fährst ein SUV, du Fummel, ne? Sind wir da Sport und machen wir das eine noch das andere. Das heißt nicht SUV, das heißt SUV. Oh mein Gott, Alter. Wenn ich das schon höre, ne? Immer im Kopf von JP Performance, Alter. Einfach nein. So. Danke sehr. Meine Stimme geht auch irgendwie gerade im Bach runter, habe ich gerade gemerkt. Eine Fahrkarte, bitte. Gerne. Danke. Dankeschön. Eine Fahrkarte. Dankeschön. Danke. Flusspromenade. Freue mich schon auf, darauf, dass wir hier irgendwann noch bald weiter in die Innenstadt bald kommen. Richtig Bock drauf. Schockt einfach. Weil die Stadt ist eigentlich echt schön, gerade mit den ganzen Straßen und so. Hat was. Gerade auch mit der. Auch die Kirche da, oder was auch immer es sein sollte, der Platz da. Schon auch ganz, ganz geil. Ja, fahr doch, da kommt doch keiner. Oh, ist das jetzt ein Ernst? No comment. Ach crap, ich hätte. Oh boy.
Jo, jetzt habe ich gerade einen Unfall gebaut. Digga, wie soll ich denn da fahren? Da, die Haltestelle ist... Ach ja, stimmt, die ist ja, wird ja gerade gewartet, ne? Ach, Crap. Das wollte ich eigentlich gar nicht so machen. Naja. Dann fahren wir jetzt einmal hier rein. MN Line City. Vielen Dank fürs Reinlassen. So, das Navi schickt mir jetzt eine neue Route. Oh, nicht wieder Unfall. Das hat mich gerade schon fast 1000 gekostet. Warum wartest du jetzt? Ach, deswegen. Oh, sie haben sich nicht gecrashed. Wahrscheinlich mega Stau jetzt hinter mir. Jupp. So ein bisschen weiter vor. Bin nicht ganz auf der Straße. Fahr doch einfach. No risk, no fun. Die Haltestelle wird ja gewartet. Da war ja was. Da hinten drauf gefahren bin ich jetzt aber nicht, ne? Nö. Ja, schön, dass ihr keine Ampel ist, ne? Das ist ja richtig. Gönnt euch das doch mal! Mal rechts jetzt. So. So. Zack. Gucken, ob dir hier noch jemand Müll liegen gelassen hat. In meinem neuen Bus, den ich bezahlt habe. Dumm. Kurzes Foto machen. Geh da oben weg, du Info. So. Gefällt mir. Und einmal Ende. Ende. Muss ich was wir bekommen haben. Ja. Hier plus 2 sogar, Alter. Und 16.000 haben wir bekommen, also 142.000 haben wir jetzt. Und die Aufgabe müsste abgeschlossen sein. Perfekt. Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. 75.000, ne? Dann müssen wir auch bald Erdgasbus und Co. kaufen. Na, da kann ja was werden, Leute, da kann ja was werden. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, dann machen wir einfach mal in der nächsten Folge weiter, ne? Bis dann rein, fast positiv natürlich, egal wo ihr seid. Und ciao!